Fünftklässler. Seltsam, so spät mit der Schule anzufangen. Ich sollte mich vielleicht mal vorstellen. Oh, Onkel, das klingt gar nicht nach dir. Da stimmt was nicht. Oh, hallo. Du bist also neu in Hufflepuff? Ich bin Adelaide. Freut mich sehr. Schön, dich kennenzulernen. Ist alles in Ordnung? Ja, ich bin nur etwas abgelenkt. Ein Brief von meinem Onkel. Aber erzähl mal, man hört ja so viele Gerüchte. Wurdest du wirklich fast von einem Drachen gefressen? Stimmt tatsächlich. Ein ungewöhnlicher erster Schultag. Wie furchtbar. Gut, dass du heil hier angekommen bist. Naja, aber du hast sicher noch viel zu tun. Ich wünsche dir einen wunderbaren ersten Tag. Bist du sicher, dass es deinem Onkel gut geht? Oh ja, er ist geschäftlich unterwegs, hat viel zu tun. Er war sicher in Eile, als er geschrieben hat. Kein Grund zur Sorge. Danke, Adelaide. Wir sehen uns. Natürlich. Und viel Glück. Arthur ist da. Keine Alles Angst, gut. Kleines Kätzchen. Arthur ist da. Alles gut. Ich komme da nicht. Kommt, er ist da lang. Hoffentlich fangen Sie sie. Schüler verirren sich im Schloss. Und Katzen erst recht. Du findest dich sicherlich zurecht. Ich meine, anfangs kann es überwältigend sein. Manchmal verirre ich mich immer noch. Übrigens, willkommen bei Hufflepuff. Schön, dich bei uns im Haus zu haben. Ich bin Arthur. Danke. Freut mich auch. War das deine Katze? Nein, gehört einem Erstklässler, denke ich. Leider habe ich selbst keine Haustiere. Meine Mutter hält nicht viel von ihnen. Vor allem von magischen. Tut mir leid für dich. Ich finde magische Tierwesen einfach wundervoll. Das ist das Beste an Hogwarts. Niffler, Glumbumbel, Bowtruckles. Davor dachte ich, sie wären alle nur Bilder in Büchern. Vater hat mal einen Knuddelmuff mitgebracht. Mutter war stinksauer. Jedenfalls sehe ich besser nach, ob die Erstklässler die Katze gefangen haben. Am ersten Tag sollten sie sich nicht verspäten. Hattest du schon mal ein Haustier, Arthur? Nein, meine Mutter ist Muggel. Und als der Knuddelmuff ihr die Zunge in die Nase gesteckt hat, musste er direkt zurück in den Laden. Hat mich gefreut, Arthur. Ich hoffe, du findest die Katze. Danke. Pass auf, dass du dich nicht auch im Schloss verirrst. Das schmeckt dir, nicht wahr? Oh, hallo. Sie ist so majestätisch, nicht wahr? Ist das deine Eule? Ich weiß nicht, wem sie gehört. Wo einem der Hufflepuffs hier. Eulen suchen sich ihre Gesellschaft sowieso selbst aus. Du bist doch der Neuzugang der 5. Klasse. Das war ja ein dramatischer Auftritt. Ich glaube kaum, dass du auf Aufmerksamkeit aus warst. Vor allem, da alle neugierig sind, wie viel du bereits weißt. Ich mache mir etwas Sorgen. Ich habe eine Menge aufzuholen. Stimmt. 4 Schuljahre sind viel. Wenn ich so weit zurückliegen würde, würde ich mich unzulänglich fühlen. Nun ja, als fleißiger Hufflepuff wirst du dich vermutlich in 0, nichts zurechtfinden. Ich bin auch fleißig, wie du vielleicht ahnst. Aber manchmal denke ich, gehöre ich doch nach Ravenclaw.
Ich habe einen recht scharfen Verstand. Zumindest sagen das die Leute immer. Ich bin übrigens Lenora. Lenora Everly. Nun, ich will dich nicht aufhalten. Du hast viel zu tun. Meinst du echt, du hättest in Ravenclaw sein sollen? Nun, meine Brüder waren es. Jetzt arbeiten beide im Ministerium. Scharfsinn liegt bei uns wohl in der Familie. Aber meine Tante war eine Gryffindor und wir hatten schon immer viel gemeinsam. Entschlossenheit, Tapferkeit, Kühnheit. Bei mir hatte der sprechende Hut die Qual der Wahl. Hat mich gefreut, Lenora. Natürlich, adieu. Ist der Hufflepuff-Neuzugang schon aufgestanden? Professor Weasley wartet vor dem Gemeinschaftsraum. Guten Morgen! Sind Sie bereit für Ihren ersten Tag in Hogwarts? Ich habe lange von diesem Tag geträumt. Nicht zu fassen, dass ich hier bin. Nun, das sind Sie. Machen Sie das Beste daraus. Man hat nur einen ersten Tag in Hogwarts. In Anbetracht Ihrer besonderen Situation als Neuzugang in der 5. Klasse müssen Sie einigen Stoff aufholen, um nicht zurückzubleiben. Vor allem, da von Ihnen erwartet wird, am Ende des Jahres Ihre ZAGs abzuschließen. ZAGs? Ja, Zauberer allgemeinen Grades. Diese Prüfungen entscheiden über Ihre beruflichen Möglichkeiten. Nach diversen Diskussionen mit dem Schulleiter und der Abteilung für magische Ausbildung des Ministeriums haben wir etwas Außergewöhnliches hervorgebracht, um Ihren Erfolg sicherzustellen. Bitte sehr. Was ist das? Das ist ein Zaubererhandbuch. Darin können Sie Erlerntes festhalten, um alles, was von Fünftklässlern erwartet wird, zu meistern. Sie sollten umfassend von dieser außergewöhnlich wertvollen Ressource Gebrauch machen. Danke, Professor. Aber was meinten Sie mit nachvollziehen, was ich gelernt habe? Vielleicht erhalten Sie Ihre Antworten, wenn Sie es in Aktion sehen. Folgen Sie mir und wir stellen es auf die Probe. Hier lang. Mit dem Handbuch können Sie Ihre Magie üben und sich genauer über die Zauberkunde informieren. Damals als Schülerin hätte ich wirklich gern so etwas wie dieses Handbuch gehabt. Das Handbuch wird auch Ihre Aufmerksamkeit für die Umgebung schulen. Kommen Sie! Revelio! Wirken Sie Revelio, dann sehen wir, was das Handbuch sagt.
raffiniert, nicht? Halten Sie die Augen nach weiteren Gelegenheiten offen. Im Schloss und auch außerhalb. Ah, das kommt gerade recht. Die perfekte Gelegenheit, Ihnen Flohflammen zu erklären, so reißt es sich etwas schneller. Ihr Handbuch enthält eine Karte des Schlosses. Öffnen Sie sie und suchen Sie die Haupthalle. Und da wären wir. Eine ziemliche Zeitersparnis. Diese Treppe führt direkt zur Haupthalle. Von der Haupthalle aus gelangen Sie schnell an fast jeden Ort im Schloss. Das reicht erst einmal. Sie haben heute noch Unterricht in Zauberkunst und Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und ich möchte, dass Sie schnellstmöglich Hogsmeade aufsuchen, um zu kaufen, was Sie auf dem Weg verloren haben. Sie erwähnten Hogsmeade, Professor. Hogsmeade ist das einzige Zaubererdorf in Großbritannien mit zahlreichen Geschäften und Kneipen. In Hogsmeade werden Sie mit Sicherheit alle Schulsachen finden, die Sie benötigen. Und bestimmt werden Sie dort auch viel Butterbier mit Ihren Freunden genießen. Was werde ich in Zauberkunst lernen? Das, wonach es klingt. Zaubersprüche, Zauberkunst, Flüche. Alles sehr nützlich. Professor Ronan werden Sie bestimmt mögen. Er ist ein schlauer, unterhaltsamer Zauberer und ein guter Lehrer. Könnten Sie mir mehr über Verteidigung gegen die dunklen Künste erzählen? Verteidigung gegen die dunklen Künste befasst sich, wie der Name sagt, mit der Verteidigung gegen das Böse, das jenseits dieser Mauern lauert. Um Auror zu werden, ist es erforderlich, die Verteidigung gegen die dunklen Künste zu beherrschen. Zum Glück haben wir, was das betrifft, mit Professor Hackett eine talentierte Lehrerin für unsere Schüler. Danke, Professor Weasley. Das ist viel für den ersten Tag. Und Sie werden noch sehr viel mehr lernen müssen. Netterweise haben Ihre Professoren zugestimmt, Ihnen außerschulische Aufgaben zu geben. Sie werden rasch aufholen. So versiert, wie Sie Revelio eingesetzt haben, dürfte Professor Figge Ihnen zumindest die Grundlagen beigebracht haben. Das hat der Professor. Er hat nur sehr wenig über die Ereignisse vor Ihrer Ankunft erzählt. Vor allem, was diesen schrecklichen Drachenangriff angeht. Ich vermute, es geht bei der Sache um mehr als die Suche nach Besitztümern und eine ausgedehnte Reise zum Schloss. Wir haben auf dem Weg hierher einen kleinen Umweg gemacht, ein paar Ruinen erkundet und mehr sollte ich nicht sagen. Ruinen erkundet? Tja, Professor Figg hat vermutlich seine Gründe, die Details für sich zu behalten. Wenn man vom Teufel spricht. Professor Figg, Ihnen müssen wohl die Ohren klingen. Oh? Ja, Sie scheinen unserem Neuling eine solide Grundlage in einfacher Zauberei vermittelt zu haben. Oh, ich fürchte, das ist nicht allein mein Verdienst. Unser Neuzugang hat eine seltene Begabung für Magie, wie es scheint. Nun, ich bin froh, dass Sie beide heil angekommen sind.
Es gibt sehr gute Boote und Kutschen nach Hogwarts, aber Sie kreuzen lieber den Weg eines Drachen. Ich würde nicht sagen, dass ich den Weg des Drachen wählte. Vielmehr scheint es leider, dass er uns wählte. Nun gut, genug geplaudert. Ich muss selbst zum Unterricht. Kann ich darauf zählen, dass Sie die Karte im Handbuch erklären, Professor? Natürlich. Danke. Viel Glück heute. Und denken Sie an Ihr Handbuch. Es ist von unschätzbarem Wert für Sie. Ebenso für mich übrigens. Denn ich kann damit Ihre Fortschritte beobachten. Ja, Professor. Kommen Sie doch heute nach dem Unterricht in mein Klassenzimmer. Dann werde ich Ihnen mehr über die erwähnten Aufgaben erzählen. Und dann sehen wir, ob wir Sie zum Einkaufen nicht nach Hogsmeade bekommen. Irgendwann habe ich mein eigenes Teleskop. Ich habe schon beschlossen, dass... Schön, Sie zu sehen, Professor. Gleichfalls. Ich hatte gehofft, dass sich unsere Wege kreuzen, bevor Sie sich Ihren Studien widmen. Habe ich Sie und Professor Weasley etwa von Ruinen sprechen hören? Ja, Sir. Aber mehr habe ich ihr nicht über unsere Reise erzählt. Ich befürchte allerdings, sie ahnt, dass wir etwas verbergen. Nun ja, Professor Weasley ist eine geniale und kluge Hexe. Gut, dass Sie die Einzelheiten zunächst für sich behalten haben. Wir wissen nicht, wohin uns dieser Pfad noch führen wird. Womöglich erfordert er etwas mehr Flexibilität Ihres Zeitplans, als ihr lieb ist. Und sie könnte sich verpflichtet fühlen, dem Schulleiter Details mitzuteilen, die unter uns bleiben sollten. Verstanden, Professor. Gut, nun, so kompetent Sie auch sind, denke ich, Ihre Fähigkeit macht eine gute Ausbildung unerlässlich. Glücklicherweise haben Sie ein ausgezeichnetes Gefolge von Hexen und Zauberern, das Ihnen zur Hand geht. Apropos Hand, und bevor Professor Weasley mich wieder auf Ihre so charmante Art maßregelt, warum zeige ich Ihnen nicht den cleveren Zauber, den wir dem Handbuch beigefügt haben? Falten Sie die Karte auf. Die Karte ist verzaubert und weist Ihnen den Weg. Das wird mir sicher weiterhelfen. Danke. Sie haben einen langen Tag vor sich, mit Unterricht und einem Ausflug nach Hogsmeade zur Beschaffung von Vorräten und eines Zauberstabs. Sie werden Mr. Ollivander mögen. Er versteht sein Handwerk und ist ein guter Freund. Ich melde mich, wenn ich mehr über unser geheimnisvolles Medaillon weiß. Konzentrieren Sie sich derweil auf den Unterricht, denn von der Magie, die Sie in diesen Wänden lernen, hängt womöglich mehr ab als nur Ihre ZAGs. Oh. Nein, Weasley. Sie sind beide toll. Oh, hast du schon von unserem neuen Zauberspruch in Zauberkunst gehört? Da ist was drin. Ich weiß es einfach. Hallo, Lenora. Was siehst du dir da an? Alle halten mich für durchgeknallt. Samantha denkt, ich sei verrückt. Aber das liegt an diesem Bild. Ich habe es noch nie bemerkt. So wie ich Hogwarts kenne, taucht ein leerer Rahmen nicht ohne Grund auf. Da steckt mehr dahinter. Gibt es in der Schule noch mehr leere Gemälde? Ja, ein paar. Dieser ganze Ort ist ein Rätsel, um ehrlich zu sein. Wenn ich dieses Rätsel lösen kann, kann ich auch die anderen schaffen. Also fange ich einfach hier an.
Hast du inzwischen etwas über das Gemälde herausgefunden? Ich habe herausgefunden, dass Lumos einen Effekt hat. Aber wie soll ich weiter vorgehen? Wenn ich Zeit habe, sehe ich mich mal um. Könnte interessant sein. Ich habe mir lange genug das Hirn zermartert. Ich hoffe, du hast mehr Glück als ich. Komm bitte zu mir, falls du über etwas Lumos. Bezüglich des Rätsels. Das muss ein Hinweis sein. Ich sollte schauen, ob es in der Nähe ist. Das sieht aus wie der Ort auf dem Gemälde. Zurück in den Rahmen mit dir, kleine Motte. Ich weiß nichts über Demigeist, aber auch. Ha! Ich wusste, es gibt eine Verbindung. Ich sollte Lenora sagen, dass ich das Rätsel gelöst habe. Lenora, ich habe das Rätsel des Bildes gelöst. Wirklich? Wie? Ich habe den Ort auf dem Bild gefunden und mit Lumos eine Motte zum Rahmen gelockt. Alles sehr logisch, ja. Schade. Ich war so nah dran, es zu lösen. Du hast ein Händchen für Rätsel. Nati ist auch gut darin. Amit auch, obwohl er sie zu ausführlich erklärt. Ich bin froh, dass es gelöst ist. Die Motte! Wie habe ich das übersehen? Ich fliege nicht gern auf Besen. Ich nehme viel lieber eine Testralkutsche. Mir egal, wie man in die anderen Gemeinschaftsräume kommt. Ich wurde mit gutem Grund in mein Haus sortiert. Das kannst du laut sagen. Wir sollten später noch etwas lernen.
mehr so viel Spaß. Cooper war immer großartig. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Das alles? Bombarda! Levioso! Professor Hackett! Seien Sie so gut und jagen Sie einander in Ihrer Freizeit in die Luft. Neue Schüler kommen jedes Jahr. Doch ich habe nur einen schwarzen Hebridenschädel. Er stammt von der großen Wilderer-Razzia 1878, von der Sie sicher gehört haben. Und falls Sie sich fragen, wie eine alte Frau wie ich im Alleingang den größten Wildererring in Ostwales ausschalten und sich nun damit brüsten kann, pures Wissen. Für die Weisen bedeutet Alter kaum etwas. Heute besprechen wir einen Zauber, der mich schon öfter vor dem Tod durch schwarze Magier bewahrt hat, als mir lieb sein kann. Levioso. Levioso? Ein Schwebezauber? Levioso! Ein überraschter Gegner ist ein schwacher Gegner. Wollen Sie sich schützen, Poet? Nein? Was ich als Unsägliche gelernt habe, ist der Vorteil der Schlichtheit. Gerade im Eifer des Gefechts. Nun, üben wir, was wir gelernt haben. Fangen wir mal klein an. Levioso! Nun, probieren wir etwas Größeres. Beginnen wir mit dem Basiszauber. Sehen Sie, wie die Puppe den Zauber abwehrt? Wirken Sie diesmal zuerst Levioso und dann den Basiszauber. Denken Sie daran, ein überrumpelter Gegner... Levioso! Gut! Gut gemacht! Sehr gut! Aber am besten kann man in Duellen üben. Sie beide fangen an. Duellanten in Position. Zeit für deine Hogwarts-Begrüßung. Also, ich will ein faires Duell. Nur mit Levioso, Basiszauber und Protego. Beginnen Sie. Das wird ein Kinderspiel. Levioso. Gute Technik. Ich weiß. Das war Glück. Glück hat damit nichts zu tun. Das ist noch nicht dein erstes Duell. Sagen wir einfach, ich lerne schnell. Levioso! Levioso! Ein schönes Duell weiß ich zu schätzen. Wenn nur all meine Schüler so geschickt wären. Du bist gut. Du hast es bemerkt. Achten Sie auf Zeichen des Gegners, um anzugreifen oder abzuwehren. Ich bin ziemlich gut darin, oder? Ich weiß. Nutzen Sie den Basiszauber, wenn Ihr Gegner unachtsam ist. Protego! Levioso! Stu, Protego! Das erschwert die Dinge. Protego! Levioso! Levioso! Wie ist die Aussicht? Levioso!
Protego! Stufo! Levioso! Protego! Levioso! Levioso! Wirken Sie Levioso, um den Gegner zu überraschen. Du willst es mir nicht so leicht machen, oder? Stufo! Levioso! Nicht schlecht für den Anfang. Du teilst aus, wie du einsteckst. Sie haben meine Herausforderung gemeistert. Punkte für Hufflepuff. Danke, Professor Hackett. Ich freue mich über diese Übungsmöglichkeit. Wenn Ihre heutige Leistung auf mehr schließen lässt, können wir Großes von Ihnen erwarten. Ich verlange von meinen Schülerinnen und Schülern Spitzenleistungen. Sie sind dazu fähig und müssen sie auch erbringen. Ein Duell im Klassenzimmer ist eine Sache, aber ein Kampf gegen schwarze Magier oder, was immer wahrscheinlicher wird, gegen Kobolde ist eine ganz andere. Verstanden, Professor. Gut, Sie sollten weiter üben, wann immer Sie können. Vielleicht hat Mr. Cello ja ein paar Anregungen. Wie gesagt, gut gemacht heute. Ich werde mich bald mit weiteren Aufgaben melden. Na gut, das war genug Aufregung für heute. Gute Arbeit! Du hast dich mit Sebastian duelliert. Starker Gegner. Respekt. Das hat Spaß gemacht. Ein Duell für die Geschichtsbücher. Alle werden darüber sprechen. Auf jeden Fall eine gute Übung. Übung? Das war wie ein Duell gegen einen Experten. Ich bin übrigens Sebastian Cello. Dafür, dass du neu bist, bist du aber geschickt mit dem Zauberstab. Aber vielleicht war das ja nicht dein erstes Duell. Doch, war es. Vielleicht habe ich ja ein Händchen dafür. Tu nur so, aber mich täuschst du nicht. Magie erfordert Willen und Talent. Weißt du, du wärst perfekt für eine bestimmte, nicht genehmigte Duellorganisation geeignet. Ungenehmigt? Ich weiß ja nicht. Die Schulregeln gibt es aus gutem Grund. Ja, damit Schüler im Dunkeln bleiben. Auf so vieles sind wir angeblich nicht vorbereitet. Wenn du deine Zeit in Hogwarts voll ausnutzen willst, musst du ab und an auch mal die Regeln brechen. Ob du einem geheimen Duellclub beitrittst oder in die verbotene Abteilung der Bibliothek schleichst, man muss nur schlau genug sein, sich nicht erwischen zu lassen. Danke, Sebastian. Ich werde es mir merken. Gut, war schön mit dir zu sprechen. Wir sehen uns sicher bald. Vielleicht an einem nicht genehmigten Ort. Dann sehen wir, ob du Talent hast oder heute nur Glück hattest. Suche beim Eingang zum Glockenturm nach Lucan Brattleby, wenn du Interesse hast. Dann bis bald. Ich dachte immer, Levioso sei für Erstklässler. Jetzt nicht mehr. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich darin vorzukommen. Mein Onkel kennt Kogawa. Wäre sicher eine gute Suche. Ständig prahlt sie über ihre.
Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flug ist. Wieder mal auf Abenteuertour? Revelio. Ich mache Professor Ronan redet gerne viel. Manchmal müssen wir ihn ans Stundenende erinnern. Das ist mir manche von uns wollen sogar, dass er nicht zum Thema zurückkehrt. Hier, hinter dir. Hier ist noch ein Platz frei. Dankeschön. Hallo, ich bin Natti. Du bist also neu in Hogwarts. Kennst du denn Professor Ronan schon? Beginnen wir? Willkommen im fünften Jahr des Faches Zauberkunst. Dieses Jahr ist für Ihre Ausbildung in der Zauberkunst äußerst wichtig. Aber ich denke, wir werden es mit gebührender Einsatzbereitschaft und Sorgfalt angehen. Gut, öffnen Sie nun bitte alle die Bücher auf Seite 517. Aber bevor wir beginnen, kann mir hier jemand den Unterschied zwischen den Beschwörungen des Farbwechsels und Wachstumszauber nennen? Niemand? Niemand? Ich fürchte, fürs Lernen ist es jetzt zu spät. Die Sommermonate müssen für Sie schwer gewesen sein. Wie es aussieht, haben Sie den Ferien aneinander Obliviate geübt. Kennen Sie denn überhaupt noch den Standard-Aufrufe-Zauber? Gut. Es scheint, wir brauchen dringend eine Auffrischung. Suchen Sie sich einen Partner und stellen Sie sich an beiden Seiten des Klassenraums auf. Nutzen wir jetzt die Bücher als eben jene stumpfe Gegenstände, für die Sie sie halten, und rufen Sie sich abwechselnd gegenseitig aus den Händen. Es wird nur je ein Buch pro Paarung benötigt, Miss Dale. Dankeschön. Stellen Sie sich auf. Akio. Das war gar nicht übel. Sie lernen äußerst schnell. Ich sehe viel Potenzial, aber Vorsicht. Potenzial ist nichts ohne Übung. Weiter so. Dann können Sie mit Miss Unein mithalten. Sehr gut, das genügt fürs Erste. Nun, da Sie alle die Grundlagen zu beherrschen scheinen und es ein so schöner Tag ist, dachte ich, wir unternehmen vielleicht eine kleine Exkursion. Nach draußen, an die frische Luft. Mir nach! Ich war immer der Meinung, dass Spaß und Können sich bedingen. Die Quidditch-Spieler unter Ihnen werden mir sicher zustimmen. Also, was wäre besser als ein wenig Sport?
um unser Können mit Aufrufezaubern zu testen. Stimmt's? Ja! Ja! Warum fängt er nicht unser Neuzugang an? Kurzum, verzaubern Sie die Kugeln mit Akio und lassen Sie im letzten Moment wie Wunder. Nun stellen Sie es sich wie eine Partie Koboldsteine vor. Aber statt die Murmeln zu werfen, müssen Sie die Murmeln zu sich holen. Genau so. Das passiert den Besten von uns. Ausgezeichnete Kontrolle. Sehr gut. Punkte für Hufflepuff. Aber es gibt wohl keinen Sport, der ohne freundschaftlichen Wettkampf auskommt. Miss Onai, möchten Sie unserem Neuzugang eine Herausforderung bieten? Kommen Sie. Ihre Farbe ist blau, genau wie vorhin. Miss Onai, Sie spielen rot, verstanden? Ja, Sir. Na, dann wollen wir mal. Na, bitte! Akio! Konzentration. Oh ja. Sehr gut. Na dann los. Genau so wird das gemacht. Akio! Lass dich nicht entmutigen. Na, dann wollen wir es doch ein wenig interessanter machen. Ich glaube, interessant haben wir längst hinter uns gelassen. In der Tat. Genug geplappert. Das erfordert Ihre ganze Konzentration. Diese Runde entscheidet alles. Na dann wollen wir mal. Akio. Keine Sorge. Konzentration. Na bitte. Meine Güte. Dann los! Oh ja! Akio! Jetzt nicht die Fassung verlieren! Sehr gut, alle beide. Gute Arbeit. Wir sind fertig. Vergessen Sie Ihre Sachen nicht. Gut gemacht. Du hast die Niederlage gut weggesteckt. Ich wollte es dir nicht zu leicht machen. Es dauerte Wochen, bis ich Akio beherrschte.
Es hat Wochen gedauert, bis ich hier irgendwas richtig machen konnte. Es wird leichter, versprochen. Danke, dass du das sagst. Es ist sehr viel auf einmal. Das kann man sagen. Ich weiß noch, wie es mir bei meiner Ankunft ging. Ich bin kurz vor meinem 4. Jahr von Ouagadou hierher gewechselt. Meine Mutter erhielt ein Angebot, hier Wahrsagen zu unterrichten. Und ehe ich mich versah, verließen wir Uganda und waren auf der anderen Seite der Welt, in einer ganz neuen Schule. Das klingt vielleicht seltsam, aber ist die Magie auf Ouagadou genau wie hier? Größtenteils ja. Aber hier musste ich lernen, wie man einen Zauberstab benutzt. Das tut kaum jemand in Ouagadou. Du kannst wirklich ohne Zauberstab zaubern? Oh ja. Ich empfinde stablose Magie als viel instinktiver. Und es ist viel praktischer, wenn man keinen Zauberstab hat. Aber ich muss zugeben, dass mir Zauberstäbe inzwischen gut gefallen. Sie wirken so dramatisch. Ist Ouagadou ein Schloss, wie Hogwarts? Sie liegt im Ruwenzori-Gebirge. Es ist weniger ein Schloss, als vielmehr ein wunderschönes Bauwerk, direkt aus dem Berg gehauen. Ich erinnere mich noch, als ich sie das erste Mal sah. Der Nebel war so dicht, ich konnte kaum etwas erkennen. Und dann tauchte sie plötzlich vor mir auf. Diese gigantische Schule, die mitten in der Luft zu schweben schien. Ist Ouagadou größer als Hogwarts? Die Ouagadou-Schule für Zauberei ist die größte Zauberschule der Welt. Also ja, größer als Hogwarts. Doch sie wirkte nie einschüchternd oder überwältigend auf mich. Ich fühlte mich dort zu Hause. Schön, mehr über andere Zauberschulen zu hören. Danke, dass du fragst. Ich vermisse Ouagadou, aber ich bin froh, hier in Hogwarts zu sein. Ah, ich glaube, Professor Ronan will mit dir sprechen. Lass ihn besser nicht warten. Bis zum nächsten Mal. Natürlich kannst du Accio auf Menschen anwenden, wenn du magst. Man soll den Zauber auf die Kleidung... Nachdem mein Bruder den Aufrufezauber gelernt hatte, hieß es ständig Accio dies, Accio das. Überall flog Besteck rum. Das war etwas gefährlich. Professor Ronan erinnert mich an meinen Großvater. Sehr weise, aber etwas schräg. Auf ein Wort, bitte. Lumos.